Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren super leichten Achievement Guide, heute mit Seduction Amongst Fate. Das Spiel kostet 8 Euro im Store für PS4, PS5 und Xbox One Series X und die PlayStation Version ist Crossplay, ihr könnt also doppelt Platin bekommen. Ihr solltet auf jeden Fall meinem Guide folgen, denn es gibt einige verpassbare Trophäen, die ihr sonst nicht bekommen könnt. Also, wir starten ein neues Spiel, normaler Modus und dann kommt gleich eine Zwischensequenz, die kann man mit Start wegklicken. So. Das kann man leider jetzt nicht überspringen. Da müssen wir kurz warten, dauert aber auch nicht sehr lange. Und hier gibt es gleich Diskussionen. Die können wir alle mit X wegklicken. Damit das Ganze eben schneller geht. X auf der PlayStation natürlich, A auf der Xbox. Und dann laufen die Leute hier weg. Wir drücken dann wieder den Text weg und es gibt wieder eine kleine Sequenz. Die kann man auch nicht überspringen. Wie ihr seht, kommt hier das Menü. So, und jetzt sind wir 20 Jahre später hier im Bett. Obwohl unser Mönch irgendwie jünger aussieht als vorher. So, jetzt klicken wir das alles weg. Und jetzt können wir den Charakter zum ersten Mal richtig bewegen. Jetzt gehen wir rechts zur Tür und drücken X oder A, um zu interagieren. Und im nächsten Bildschirm bewegen wir uns nach links. Hier werden wir aufgehalten, das klicken wir auch dezent weg. Ihr könnt es natürlich auch lesen, falls euch die Story interessiert. Aber für Platin ist es ja Wurst. Und ja, weiter nach links. Jetzt sind wir in so einer Art Tempel. Mit dem Mann reden wir noch kurz. Dann interagieren wir hier. Und setzen uns hin. Da müsst ihr ein bisschen weiter nach links laufen. Ich habe das jetzt gerade verpeilt. Ich dachte, wenn man interagiert, setzt man sich hin. Aber ja, ihr müsst nach links laufen. Dann geschieht das automatisch. Und dann drückt ihr hier den ganzen Text wieder weg. Und jetzt sind wir wieder im Bett. So, wir laufen dann gleich nach dieser Sequenz nach rechts. Hier haben wir eine Trophäe bekommen, die kommt automatisch. Dann unterhalten wir uns mit diesem Mann, laufen weiter. Und hier hängt ja irgendwas Rotes runter. Hier müssen wir beten. Und zwar das machen wir, indem wir Kreis auf der PlayStation oder B auf der Xbox gedrückt halten. Dafür gibt es auch eine Trophäe oder ein Achievement, Gebet. Und dann laufen wir weiter nach rechts. Es kommen auch manchmal random Gegner, da kann man mit R1, RB ausweichen, zum Beispiel hier. Und wir bekommen dafür auch ein Achievement. Und hier ist so eine Schaufel und am Baum hängt irgendwas. Und wir müssen uns jetzt so bewegen, dass das irgendwie halbwegs zusammenpasst und dann beten wir, wenn es anfängt zu leuchten. So. Sollte eigentlich funktionieren, genau. Und dann ist jetzt hier die Schaufel runtergefallen. Die heben wir natürlich auf, wir drücken X oder A.
Und dann laufen wir nach links in den letzten Bildschirm. Hier ist noch eine Erklärung, wie man das Inventar benutzt und so weiter. Ach, und der Gegner eben, der kommt nicht immer an derselben Stelle. Also es kann sein, dass er bei euch irgendwann früher oder später auftaucht. So, hier ist so ein grauer Holzbalken. Sieht man ein bisschen schlecht. Dort müssen wir die Schaufel benutzen. Das öffnet sich hier automatisch, also dieses Inventar. Und dann drücken wir L1 oder LB, um das zu benutzen. Jetzt haben wir einen Flaschenzug aufgehoben und wir gehen nach rechts. Jetzt kam wieder ein Gegner, wir müssen da immer ausweichen. Und hier seht ihr ein Türsymbol, also dieses weiße Ding. Da müssen wir rein, also drücken wir wieder X oder A. Dann gehen wir hier rechts diese Treppe hoch. Dann nach links, dann sammeln wir uns diesen Stab ein. Und jetzt gibt es ein Minispiel. Hier müssen wir einfach die Richtungstaste drücken, wenn sich die Symbole treffen. Ganz easy. Und dann haben wir auch diesen Stock. Dann gehen wir nach rechts. Wieder ein Gegner. Hier mit diesem Karren müssen wir interagieren. So, hier ist er. Ein Schubkarren oder so. Wir bekommen einen Apfel. Und dann laufen wir weiter rechts. Hier sind jetzt verschiedene Frauen im Wasser. Wir müssen sie alle in Skelette verwandeln. Das machen wir auch, indem wir beten. Also Kreis oder B gedrückt halten. Haben sich nicht alle verwandelt, also müssen wir nochmal machen. So. Das sind jetzt alle gewesen. Und hier ist ein Skorpion an der Wand. Das ist ein Collectible, das müssen wir einsammeln. Es gibt insgesamt 5. So, jetzt laufen wir nach rechts und gleich können wir einen Eimer aufheben. Und ihr merkt es daran, dass ihr so ein Fragezeichen auf dem Kopf habt. So, Eimer. Jetzt laufen wir ganz weit nach links und gleich werden wir auch von einem Monster verfolgt. Das kann uns aber nicht erreichen, wenn wir einfach nur links gedrückt halten. Wir müssen trotzdem noch aufpassen, falls irgendwie ein Gegner erscheint. Dann müssen wir R1 oder RB halt drücken, um auszuweichen. So, und jetzt gehen wir hier nach rechts. Also wir sind quasi aus der Tür raus und jetzt laufen wir halt hier oben nach rechts. Und hier kommt gleich eine Schlange. Hier haben wir ein Fragezeichen auf dem Kopf. Also wir benutzen jetzt den Apfel an der Schlange, indem wir L1 oder LB drücken. Und dann gehen wir ein bisschen näher ran und beten. Sie verwandelt sich dann gleich in ein Seil und das können wir einsammeln. So.
Von hier aus gehen wir nach links, ziemlich weit, bis wir einen kleinen Schrank entdecken. Hier benutzen wir jetzt den alten Schlüssel mit L1, LB und bekommen hier eine Perlenkette. Jetzt müssen wir nach rechts laufen. Und zwar wieder ziemlich lange nach rechts. Und hier ist so eine Art Floß, da stellen wir uns jetzt drauf, interagieren damit und wählen Segel. Das können wir jetzt nicht überspringen, das ist automatisch, dauert auch kurz eine Minute oder sowas und dann sind wir am anderen Ende dieses Flusses. So, es geht weiter nach rechts und gleich beginnt ein neues Kapitel. Sobald wir den Charakter wieder steuern können, gehen wir zu diesem Stuhl hier rechts und beten, also Kreis oder B. Jetzt können wir hier Salz einsammeln und danach gehen wir nach links. Gleich kommt ein Gegner, das ist ein fliegender Stuhl und den können wir auch mit Beten eben bekämpfen. So, ihr seht, er schwebt normal und wenn man näher rangeht, fängt er an zu schütteln, wackeln und da drücken wir jetzt den Betenknopf. Der Gegner verschwindet und wir laufen weiter nach links. So, jetzt reden wir mit diesem Mitarbeiter und dann beten wir wieder. Und zwar so lange, bis er anfängt zu lachen. So, da haben wir es. Jetzt lassen wir los und er verschwindet. Dann stellen wir uns unter den Fernseher, beten wieder, bis der Fernseher angeht. Und gehen nach rechts. So, hier reden wir mit dieser Frau. Klicken natürlich alles gleich weg, damit es schneller geht. Sie rennt jetzt weg und danach können wir links den Fernseher einschalten, indem wir unter ihm beten. So, laufen wir mal hin. Und zack. Gleich kommt ein Gegner und zwar ein schwebendes Messer. Das verhält sich genauso wie der Stuhl eben. Es schwebt normal und wenn wir näher rangehen, fängt es an zu wackeln. Zu diesem Zeitpunkt halten wir dann Kreis oder B gedrückt, um zu beten und ja, das Ding verschwindet. Wir können weiterlaufen in den nächsten Bildschirm und hier vor diesen Kisten bleiben wir stehen, beten nochmal und sammeln wieder Steinsalz ein. So, jetzt treffen wir gleich die Frau wieder
Und dort kommt dann ein unsichtbarer Abgrund. Zuerst reden wir mit ihr. Und wenn wir jetzt beten, sehen wir den Abgrund auch. Wir laufen dann ein Stück vor. Und dann beten wir. Und wir müssen jetzt die Frau sozusagen retten. Aber das reicht noch nicht hier. Wir müssen noch mal ein Stück vor. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an, sagt er. So, jetzt haben wir das weggeklickt und beten noch mal. Und jetzt sollte es funktionieren. Genau, die Frau lacht und somit haben wir sie auch gerettet. Wir können jetzt wieder aufhören zu beten. Ablehnung, wir haben eine Trophäe bekommen und jetzt laufen wir weiter nach links zurück, da wo das Level begonnen hat, also am Schreibtisch, wo wir geschlafen haben. Jetzt sollte eine neue Tür erscheinen. Genau, das hier ist unsere Tür und da gehen wir jetzt rein. So, hier müssen wir beide Stücke Salz, die wir eingesammelt haben, hier mit diesem Feuer benutzen. Kleine Zwischensequenz. Und jetzt interagieren wir damit und es kommt gleich ein Minispiel. Also wie eben einfach nur die Richtungen drücken. So, jetzt können wir hier durchs Loch. Geht automatisch. Wir müssen einfach den Text wegklicken und gleich müssen wir nach rechts von einer riesigen Spinne wegrennen. Und immer wenn ihr Spinnen oben seht, müsst ihr ausweichen, also R1 oder RB drücken. Aber das Spiel sagt es euch eigentlich immer auch. So, jetzt rennen wir. Da oben sehen wir schon eine Spinne. Da weichen wir gleich aus. Zack. Und es gibt gleich auch noch ein kurzes Minispiel. Und wieder zack, ausweichen. Ich habe hier fast gefailt, hat aber doch geklappt. Jetzt gehen wir hier ins Licht und ja, Ladebildschirm. So, wir sind raus aus der Höhle. Es gibt gleich ein Achievement. Und hier ist gleich an einem Baum das zweite Collectible. Und zwar hier, also dieser Skorpion, den haben wir schon mal, Entschuldigung, in diesem Schwimmbecken da eingesammelt. So. Dann laufen wir weiter nach rechts, bis wir eine Frau treffen. Mit der müssen wir uns wieder unterhalten. Und anschließend sammeln wir diese Musikbox hier ein. Spieldose. Und laufen weiter. So, jetzt gibt es wieder eine Zwischensequenz. Und wir laufen weiter in den nächsten Bildschirm und hier ist gleich eine Tür. Und zwar genau hier. Da müssen wir rein. An dieser Wand müssen wir einmal beten. Und dann können wir hier durch die Tür gehen.
Jetzt geht's weiter nach rechts und dann durch die erste Tür, die wir finden. Das ist dann hier. Und dann hier durch diese große rote Tür. Und hier kommt gleich ein neuer Gegner. Den können wir nicht mit Beten besiegen. Der zieht uns zu sich hin und wir müssen einfach entgegenlaufen. Also nach links in dem Fall. Und irgendwann verschwindet der. Und hier ist wieder ein Skorpion. Mit dem Fragezeichen erkennen wir ihn. Und das ist unser nächstes Collectible. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Und dann durch die zweite Tür. Eins. Zwei. Und jetzt laufen wir hier, bis wir ein Auge sehen. Das setzt sich hier zusammen. Seht ihr hier im Hintergrund. Beziehungsweise eigentlich im Vordergrund. Und jetzt beten wir. So, insgesamt 4 von diesen Augen müssen wir jetzt finden, um weiterzukommen im Spiel. So, jetzt gehen wir nach links durch die erste Tür und dann nach rechts. Und ja, jetzt kommt wieder so eine Sequenz, die man gleich wegklicken muss, also den Text. Dann gehen wir hier durch diese rote Tür. Und dann können wir hier mit diesem Rad interagieren. Und damit gehen wir dann durch die Tür. Durch die hier. So, mit unserem Rollstuhl müssen wir jetzt nach links rollen, bis wir so eine Art Auge entdecken. Und das Ding da oben, was wir jetzt haben, ist dann die Linse sozusagen. Da ist schon das Auge. Und das platzieren wir jetzt hier drin rein. Drücken dann Kreis oder B und jetzt haben wir das zweite Auge. So, jetzt laufen wir nach rechts. Und hier kommt wieder dieser Gegner, also laufen wir ihm entgegen. Er verschwindet und wir können weiter. Jetzt müssen wir durch diese leuchtende Tür. Und dann nach links. Dann hier durch diese Tür. Und hier ist ein Puzzle. Das sieht man hier schon. 4 Symbole. Wir interagieren damit. Links oben klicken wir 2-mal. Und rechts unten 3-mal. So, wir haben das dritte Auge. Also 3 von 4. Wir brauchen noch 1. Und jetzt gehen wir nach rechts durch die Tür. Und wieder nach rechts. Treppe hoch. Hier kommt wieder so ein Minigame. Links. Rechts. Bei euch kann es auch anders sein. Je nachdem. Und jetzt können wir weiterlaufen. Durch die Tür. So, hier laufen wir nach links. Durch die Tür. Und hier ist ein Puzzle, wir müssen die richtigen Kerzen anzünden. Das seht ihr hier jetzt auf dem Bild, welche angezündet werden müssen. So, und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann bekommt ihr die Statue eines Auges. So, jetzt gehen wir wieder nach links durch die Tür.
Anders geht's ja auch gar nicht. Und dann nach rechts zu diesem Kreuz mit den Augen. Und dort setzen wir dann diese Statue eines Auges ein. Und wir haben jetzt alle vier. Jetzt öffnet sich hier das Tor. Und jetzt müssen wir einfach immer nach rechts. Hier ist ein Minigame. Durch die Tür. Ein Gegner kommt auch gleich nochmal. Aber zuerst... Nee, Quatsch. Zuerst kommt der Gegner. Und hier sehen wir die Statue von so einer Schlange. So, gleich kommt ein Gegner, da müssen wir natürlich wieder entgegenlaufen, also am besten jetzt schon. So. Der verschwindet und hier ist diese Schlange, die müssen wir einsammeln. Also eine Schlangenstatue. Und wir gehen weiter nach rechts. Durch die Tür. Wieder nach rechts. Und hier ist ein kleiner Schlüssel, den müssen wir einsammeln. Und danach gehen wir durch die Tür neben uns. So, jetzt laufen wir nach links zu dieser Blume und dann gibt es wieder eine Zwischensequenz. Oh. Ziemlich brutal, der Junge. Oh Gott. Okay. Lest euch gerne den Text mal ein bisschen durch. So, jetzt gehen wir nach rechts und dann durch die Tür. Und dann nach links. Durch diese doppelte Tür. Und dann weiter nach links, bis wir eine grüne Tür erreichen. Und die können wir dann mit unserem neuen Schlüssel aufschließen. Also drücken wir L1, beziehungsweise es kommt automatisch. Ja, nee, L1 zum Benutzen. Und dann können wir durch die Tür durch. Ich wollte sagen Dreieck oder Y, um das Inventar aufzurufen. Brauchen wir aber nicht. Also, jetzt gehen wir hier weiter. Da kommt ein Gegner. Da laufen wir wieder entgegen. Und dann interagieren wir mit dieser Kiste. Bekommen Kracher. Und dann verlassen wir den Raum nach rechts. Und dann gehen wir durch die zweite Doppeltür. Nicht die. Sondern die. Und dann nach rechts. Durch die Tür. Und dann nach links durch die rote Tür. Dann laufen wir wieder nach links. Hier nach rechts. An diesem riesigen Tor vorbei. Und hier kommt dann so ein rotes Tor. Dort müssen wir das Feuerwerk benutzen. Also die Kracher.
Jetzt können wir dann nach rechts laufen. Und jetzt kommt ein Wasserlevel. Ganz, ganz schlimm. Und dort werden wir auch begrenzte Luft haben. Ich hasse Wasserlevels, seitdem ich zum ersten Mal in Super Mario ein Wasserlevel gesehen habe. Aber es lässt sich nicht vermeiden, wir müssen da leider durch. Ja, und im Wasser sind auch noch Gegner, denen müssen wir auch ausweichen. Das hier ist automatisch und unten ist die Anzeige für unsere Luft, die jetzt noch voll ist, fast voll zumindest. Und jetzt schwimmen wir erstmal nach rechts. So, jetzt haben wir es geschafft, jetzt können wir Luft holen, aber es ist noch nicht zu Ende. Wir kriegen noch eine Wasserszene. Jetzt müssen wir erstmal nach rechts laufen und dann durch diese Tür. So, und jetzt schwimmen wir wieder nach rechts. Aber hier finden wir auch noch eine Höhle, wo wir Luft holen können. Und außerdem müssen wir zwei Schalter betätigen und es gibt noch ein Collectible. So, hier schwimmen wir nach unten. Und hier, wo es so hell ist, ist eine Höhle. Das ist das, was ich gesagt habe, dass wir hier eben Luft holen können, falls es mal knapp wird. So, dann gehen wir wieder raus. Und dann schwimmen wir nach unten zum ersten Schalter. Macht einfach das Gleiche, was ich mache. Hier ist der erste Schalter. Der ist betätigt. Und am besten geht ihr wieder Luft holen. Es ist einfach sicherer. Zeit haben wir hier ja genug. So, wir haben wieder Luft. Und jetzt gehen wir wieder raus. Und jetzt schwimmen wir hier nach links. Hier an der Wand ist der zweite Schalter. Wir interagieren damit. Und dann schwimmen wir nach unten. Und hier ist eine weitere Höhle, wo wir Luft holen können. So, wir haben wieder Luft. Jetzt müssen wir wieder nach unten schwimmen. Und dort ist ein Collectible. Wir dürfen auch nicht von diesen Stacheln getroffen werden. Die töten uns auch. So, hier ist der Skorpion, also das Collectible. So, von diesem Skorpion gehen wir nach rechts und dann ein bisschen schräg nach oben. Dann wieder rechts. Und hier, wo es ganz schwarz ist, ist ein Durchgang. Da müssen wir rein.
Und ja, hier sind ein paar Fenster und hier ist wieder ein neues Puzzle. Wir müssen hier die Symbole in die richtige Reihenfolge bringen, die ihr gleich seht. Und da gibt es ein Bild, da könnt ihr euch dran orientieren. Das ist immer leichter mit Bild, als dass ich hier das einfach schnell mache. Habt ihr das Puzzle geschafft, geht ihr einfach durch die Tür, dann nach rechts und dann sammelt ihr diese Schlangenstatue ein, lauft dann weiter nach rechts. Hier gibt es noch ein Minigame. So, das ist auch ganz einfach. Und jetzt kommen wir aus dieser Höhle raus. Gehen nach rechts. Hier folgt dann gleich wieder ein Gespräch. So, jetzt sind wir wieder im Wald, laufen nach links und gehen zu diesem riesigen Tor. Dort benutzen wir beide Schlangenstatuen. Und zwar hier, wo man eben das Fragezeichen sieht. Dort kann man auch interagieren. Ich bin jetzt gerade falsch gelaufen. Alles schon richtig so jetzt. Zack. Und hier die andere Schlange, also eigentlich an diesen Pfählen. So, ein weiteres Achievement. Und jetzt solltet ihr auch 74% haben, so wie ich. So, hier wartet eine Art Dinosaurier auf uns, der wirft mit Feuerbällen, wir müssen da natürlich ausweichen, aber da wo es gerade links brennt, hier an der Säule, sehen wir noch einen Skorpion, das ist unser letztes Collectible und danach müssen wir komplett nach rechts laufen, natürlich immer ausweichen. Wir müssen schauen, wo das Feuer hingeht und dann eben stehen bleiben und abwarten, nicht drauf losrennen. Und wir müssen diese Tür hier erreichen, dann interagieren wir damit. Wir können sie aber nicht öffnen. Dann gehen wir zur dritten Säule von uns aus gesehen. Also hier ist die zweite. Ich bleibe kurz stehen, weil hier Feuerbälle kommen. Und hier ist die dritte. Damit interagieren wir. Es gibt ein kleines Minigame. So, da müssen wir kurz warten und dann gehen wir zur Säule rechts nebendran, interagieren auch damit und es gibt wieder ein Minigame. Jetzt haben wir theoretisch den Boss besiegt. So, jetzt fallen die ganzen Säulen runter und wir haben theoretisch diesen Boss hier besiegt. Und die Tür geht auch noch auf. Hier sind jetzt noch Feuerbälle. Und jetzt können wir da durch. So, und weiter nach rechts. Hier ist diese Frau. Mit einer riesigen Wand vorne dran. Wir klicken den ganzen Dialog weg. Und dann müssen wir die Spieluhr benutzen oder die Spieldose. Wand geht auf.
So, jetzt klicken wir das Ganze hier weg. Und wir können nach rechts weiterlaufen. So, hier kommen wieder diese Viecher, die schmeißen auch mit Feuer, also müssen wir wieder ausweichen. Und gleichzeitig haben wir Gegenwind und wir müssen das Portal rechts erreichen. So, hier schön gegensteuern, bis das Feuer weg ist. Und dann können wir weiter. Und zack, geschafft. So, also jetzt passiert eigentlich gar nichts mehr. Ihr müsst einfach nur noch klicken, klicken, klicken. Also Dialoge wegklicken und es kommen noch ein paar Zwischensequenzen und letztendlich wird dann die Platin aufpoppen, falls ihr alles genauso gemacht habt wie ich im Video. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst gerne Feedback da, wie immer. Ihr könnt auch gerne abonnieren. Ich freue mich auf jeden Abonnenten und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein und bis bald!